Willkommen zurück bei Fallout New Vegas und ja Leute, wir müssen zu Colonel Moore. Wir haben es endlich geschafft, aus dem Bunker zu kommen. Vorher werden wir jetzt noch einen kleinen Abstecher zur Bruderschaft machen, zum Bruderschaftsunterschlupf. Da werden wir wahrscheinlich noch jemanden töten müssen. Dort gibt es noch einen Typen hier, der alles für uns repariert. Ja, ihr geht schon mal in Stellung. Finde ich gut. Ich werde mir gleich mal hier meine Buschbüchse ausrüsten. So. Achtung. So, Paladin Sato. War das eigentlich okay, ihn zu töten? Ich weiß nicht. Wir kommen jetzt irgendwie so. Laden wir das noch einmal. War er wirklich feindlich? Ja, er war es. Er war es. Jo. Na dann. Geben wir das hier auch rein. So. Machen wir das? Hier. Sehr schön. Tristrahl Lasergewehr. Wenn wir auch reingeben. Trapperbüchse. Trapperbüchse. Auch reingeben. Stealth Boy behalten wir. Gehen wir auch rein. No, dann können wir ganz schön viel mitnehmen hier. So, das nehmen wir auch. Kampfgewehr lassen wir. Jagdrevolver gehen wir auch rein. Fatman gehen wir auch rein. Wow, dann haben wir fast gar nichts mehr. Das ist geil. Das ist geil. So, jetzt müssen wir uns nur noch ausruhen. Hier. Schlafen. Nochmal 18 Stunden. Dann ist nächster Tag morgen. Perfekt. So, auf geht's. Wir haben ja noch viel vor. Wir müssen zu Colonel Moore. Ah. Wo sind hier schon wieder Feinde? Ah, aber wartet, Leute. Da hinten haben wir... Wisst ihr, was dort hinten ist? Nicht hier, sondern hier irgendwo. Ich zeig's euch. Nö, doch. Hier. Sollte das Jagdgewehr mal nehmen. Nö, Blödsinn war schon richtig. Hä? Wer hat das Jagdgewehr? Nicht meine Stärke? Ja, nicht meine Stärke. Ja, soll mir recht sein. Hier. Ach so. Ja, du ja. Ja, passt. Dann nehmen wir die Buschbüchse. Nicht die Buschbüchse. Panzerbüchse. So. Seht mal, was dort hinten ist. Ja. Fiese Dinger, die sich Todeskrallen nennen. Da gibt es ganz schön viele von denen dort. Und wir werden uns hier auf den höchsten Punkt stellen und die abknallen. So. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Die sind alle dort hinten.
So. Wow. Okay. Wer will? Wer hat noch keine Kugel bekommen? Heftig. Mit einem Schuss. So. Runter mit uns. Beziehungsweise ein Stückchen weiter nach vor. Ich weiß, dass es dort ganz viele gibt. Und wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Vielleicht sollten wir das Gebiet von hier nehmen. Schön vorsichtig, versteckt bleiben. Ich will nicht von den Todeskrallen entdeckt werden. Vor allem haben wir auch nicht wirklich sehr viele Stimpacks. Wo sind die denn? Also ich weiß, dass es hier auf jeden Fall viele Todeskrallen gibt. Ich hoffe nur nicht, dass die jetzt alle hier drüben sind. Das wäre schlecht. Okay, meine Leute folgen mir. Veronica, die einzige Person mit einer Melee-Weapon. Wo? Wo? Oh, sieh mal an. Mir entkommst du nicht. Komm, komm, komm. Ja. Die Legion. Ich werde wahnsinnig. Es gibt sie tatsächlich noch. So, was haben denn die Jungs da dabei? Patronen. Impulsmine. Woher kommen die einfach nur? Das gibt's ja gar nicht. 12mm Maschinenpistole. Ja. Können wir zum Reparieren nehmen für Boons Waffe? Oh! Oh! Ja, unsere muss man sowieso reparieren. Die nehmen wir glatt mit. Nachtpirschenschwanz. Ein Superhammer. Na, perfekt. Haben wir den schon? Oh, Präzisionsgewehr. Ja, es zahlt sich immer wieder aus. Gott sei Dank gibt es hier noch welche. Dann werden wir hier mal die Buschbüchse reparieren. Zack. Yeah. Okay. Weiter geht's auf Todeskrallenjagd. Wir sind hier ganz schön nah. Oh mein Gott, wir sind zu nah. Aber dort hinten sind irgendwo welche. Also, ich muss es jetzt riskieren. Wo sind die? Sind die alle schon weg? Kann doch nicht wahr sein. Ich traue dem Ganzen nicht. Gibt es ein Bahndepot? So, hier ist ja eine Todeskralle. Klaue können wir verkaufen. Gucken wir mal hier rein. Wechsle ich aber dann gleich auf eine andere Waffe. Machen wir das Kampfgewehr mal wieder. So, ganz schön dunkel hier. Oh! Ameisen! Das reicht fürs Erste. Ameisen-Nektar. Ah, Stimpack. Rebound. Nehme ich doch glatt mit. Ah. Brauchen wir eigentlich nicht.
Oh! Ja, da war noch einer am Leben. Ah, glauben wir auch nicht. Oh, Cat Eye. Doch. Das nehmen wir mit. Nachtsicht. Auch wenn wir es bis jetzt nicht wirklich gebraucht haben, so können wir es vielleicht einmal gut verkaufen. Und sonst? Ist ja eigentlich nichts, oder? Vielleicht ein Safe irgendwo? Nö. Okay. Vorsichtig. Ich traue der Situation noch immer nicht. Ich weiß, dass es hier Todeskrallen gibt. Gehen wir mal hier rauf, oder? Hier ist nichts. Hinten auch nicht. Okay. Okay. Oh. Oh Gott. Oh, bitte nicht runterfallen. Okay, wo laufen die hin? So, hier unten ist auch nichts. Ja, dann war hier eigentlich Fehlalarm, oder? Verstehe ich nicht. Also ich könnte schwören, dass hier früher immer verdammt viele Todeskrallen waren. Warum die jetzt auch nicht da sind. Vielleicht kommen sie irgendwann einmal wieder. Na gut, dann machen wir uns halt eben auf zum... Dingens. Hoover-Staudamm. So. Hinein mit uns. Ja, brauchen wir eigentlich nicht nehmen, die Waffe. So. Ah, Blödsinn. Einmal links hinein. Hallo. Hallo. Und einmal nach rechts. Colonel Moore. Wurde die Bruderschaft gefunden? Ja, und eliminiert. Oh, das hört man gerne. Ein Angriff der Bruderschaft, während wir mit der Legion beschäftigt sind, wäre eine Katastrophe gewesen. Angesichts der Situation können wir es uns nicht leisten, auch nur einen Mann unnötig zu verlieren. Aber für uns gibt es Wichtigeres zu tun. Der Präsident kommt bald an und sicher wird sich die Legion diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich möchte, dass Sie uns bei den Vorbereitungen für den Präsidenten unterstützen. Seine Sicherheit ist entscheidend für die Moral der Truppen. Gehen Sie zum Besucherzentrum und reden Sie mit Ranger Grant. Er ist Leiter der Sicherheit während des Aufenthalts des Präsidenten. Wegtreten. Okay. Ja, dann machen wir das. Es geschah am helllichten Tag. So, wo müssen wir da hin? Geradeaus einmal. Mit Ranger Grant über den Schutz von Präsident Kimball während seines Besuches sprechen. So, das heißt, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier ist er irgendwo, oder? Hier. Ich habe von Ihnen gehört und bin froh, dass Sie aushelfen. Ist eine delikate Angelegenheit und wir brauchen Hilfe von vertrauenswürdigen Leuten. Wir müssen noch eine Menge für den Präsidentenbesuch vorbereiten und haben nicht viel Zeit. Wenn es losgeht, haben wir einen strikten Zeitplan. Bereit? Ich habe noch ein paar Fragen. Fragen Sie, aber fassen Sie sich kurz. Kann ich meine Waffe während des Besuches des Präsidenten verwenden? Wir vertrauen Ihnen, also dürfen Sie Ihre Waffen behalten. Machen Sie nichts allzu Verrücktes und wir helfen Ihnen. Okay, was für Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen? Die Sicherheitseskorte besteht aus Rangern, die hier am Staudamm stationiert sind. Einige behalten die Menge im Auge, andere die Umgebung. Scharfschützen sind in Schlüsselpositionen in Stellung und wir haben eine besondere K9-Einheit, die Menge ausschnüffeln soll. Wir haben den Zugang zu kritischen Positionen wie der Landeplattform auf dem Besucherzentrum abgeriegelt. Okay, ich brauche Zugang zu allen Bereichen. In Ordnung, Sie haben freien Zugang. Okay, haben Sie einen genauen Ablaufplan für den Besuch? Ich habe hier einen vollständigen Terminplan. Bitte sehr.
Ah, dankeschön. Haben Sie irgendwelche Hinweise auf mögliche Sicherheitsrisiken? Die Legion wird auf jeden Fall etwas versuchen, aber wir haben keine konkreten Hinweise. Ich erwarte fast schon einen direkten Anschlag, aber aufgrund der Umstände kann es auch etwas Subtileres wie Sabotage sein. Da wir aber nichts Konkretes haben, müssen wir auf alles achten, was uns verdächtig vorkommt. Okay, wie kann ich helfen? Jemand wie Sie? Ich bin froh, Sie an Bord zu haben. Tun Sie, was Sie können. Sicherheitskontrollen, reden Sie mit den Leuten, halten Sie die Augen offen. Okay, fertig. War das alles? Dann mal los. Ja, ich bin bereit. Gut, der Präsident kommt erst morgen. Erholen Sie sich. Ich gebe Ihnen morgen früh eine Einweisung. Okay. Hey. Freut mich, dass Sie kommen konnten. Die meisten meiner Männer sind schon im Dienst und draußen beginnt sich auch schon die Menge zu sammeln. Wir haben heute viel Arbeit vor uns. Okay, wie sieht der Plan heute aus? Der Plan ist, die Sache durchzuziehen, ohne dass Scheiße passiert. Ich werde daher die Sicherheitsteams persönlich überwachen und mit allen Leuten in ständigem Funkkontakt bleiben. Wir können wohl sicher sein, dass die Legion heute etwas unternehmen wird. Also müssen wir auf alles vorbereitet sein. Wir werden tun, was nötig ist, damit der Präsident den Besuch heil übersteht. Okay. Präsident Kimball kommt gleich. Wenn Sie noch eine Sicherheitsprüfung durchführen oder nach Auffälligkeiten suchen wollen, dann tun Sie es jetzt. Sobald Sie bereit sind, treffen wir uns draußen auf der Aussichtsplattform. Aber beeilen Sie sich. Na, ich weiß nicht. Sollten wir hier das Gebiet auf Hinweise untersuchen? Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Ei, müssen wir dazu mit jedem reden? Täusche ich mich oder greift die Bruderschaft uns nicht mehr an? So schlau hätte ich sie gar nicht eingeschätzt. Unsere Ranger werden demonstrieren, was passiert, wenn man uns verärgert. Jetzt, wo Haus tot ist, werden wir Vegas noch vor Jahresende annektieren. Okay. Die Dinge werden jeden Tag seltsamer. Jetzt, wo Haus tot ist, eine werden Ehre wir Vegas mit ihm. So, vielleicht sollten wir hier jetzt mal ein bisschen rumgehen. Das optionale Ding. Für das optionale Ding haben wir hier eigentlich diese Kane haben nichts, oder? Wir haben allen gezeigt, dass diese Gebiete jetzt uns gehören. Was ist das? Nichts. Okay. Gut, wir müssen vorher gucken, ob es irgendwas Auffälliges hier gibt. So, werden wir jetzt mal hier herumgehen. Zuerst mal hier drinnen, wo Colonel Moore war. Und jeden ansprechen. Kampflos geht. Vielleicht finden wir einen Verdächtigen. Falls man überhaupt etwas finden kann. Wenn Sie in der Armee wären, hätten Sie es mittlerweile wohl bald zum General. Man sagt, dass Sie sich Freunde auf dem Strip machen. Okay. Hier ist nichts. Wie geht's? Ich hoffe, okay. Es geht Ihnen gut, mein Freund. Gut, dass diese verdammten Bots unsere Ranger werden bei uns zum Teufel ist das für ein Wesen. Ah, hier ist eigentlich alles okay. Die saufen alle. Mal hier nein, alles okay. Hier hinein. Es scheint, dass die Gebiete bald aufgehen. Okay, hier ist. Hier ist Munition. Hier ist alles okay. Vielleicht sollten wir mal die Panzerbüchse nehmen. Okay, sieht eigentlich auch alles okay aus. Hinten erkennt man eigentlich nichts. Eigentlich auch nicht. Nur ist die Frage, ob wir überhaupt etwas finden können.
Eigentlich auch alles okay. Eigentlich auch. Ja, dann gucken wir wieder rein. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Bis dann.